Willkommen zu einer Minute mit Pastor. Ja, hier sind wir nun angelangt an unserer letzten Minute mit Pastor in diesem neuen Jahr, in diesem Monat Januar. Und ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Sicherlich hatte ich eine gute Zeit und habe mich sehr gefreut, mit euch ein paar Gedanken hier zu teilen in Bezug auf die Verheißung Gottes. Ich möchte das Ganze jetzt in diesem Monat eben schließen, indem ich euch noch eine abschließende, implizite Verheißung mitgeben möchte, aber auch euch darum bitte, dass auch ihr, ich meine, ich habe mir jetzt die Zeit genommen, ein bisschen Zeit mit euch zu verbringen, jetzt bitte ich euch allerdings, euch eine Minute mal Zeit zu nehmen für mich, und zwar bitte ich euch, da unten drunter haben wir euch noch einen Link mitgeschickt mit einer kleinen Umfrage, einfach nur, um mal ein bisschen ein Feedback zu bekommen zu dieser Minute mit Pastor. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch nur gerade eine Minute Zeit nehmt und mir ein bisschen mitteilt, wie das so für euch gewesen ist und mir ein Feedback gebt dafür. So, unsere letzte Verheißung, sicherlich nicht die letzte Verheißung, die es allgemein gibt oder die wir von Gott tatsächlich haben, aber die, wo ich hier ein bisschen benutzen möchte, ist, ich möchte ein bisschen ansetzen an dem, was ich schon in unserem Gebetsabend gesagt habe, und zwar ein Gleichnis benutzen. Ich studiere jetzt gerade ein bisschen so durch die Gleichnisse, die Jesus verwendet hat, und ein Gleichnis, das ein wirklich wunderschönes und interessantes Gleichnis ist, das sich sehr stark auf uns beziehen lässt, in Verbindung mit Verheißung natürlich, ist folgendes, wo es heißt in Matthäus Kapitel 25, Vers 14, denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter anvertraute. Und einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, einem jeden nach seinem Vermögen, und zog sogleich hinweg. Nun, diese Geschichte hier spricht eben über einen Mann, der außer Landes eben gegangen ist und sein Vermögen an andere Männer gegeben hat und sie ihnen anvertraut hat. Er sagte ihnen, beziehungsweise verteilte sie auf und gab den einen 5, den anderen 2 und einem anderen hat er 1 gegeben. Nun, wichtig ist für uns zu verstehen, natürlich spricht es hier über einen Schatz, über Geld oder über Silbergroschen, es spricht also über eine gewisse Währung, über etwas, das also einen hohen Wert hat. Das spricht nicht unbedingt jetzt gleich sofort über Geld, auch in unserer Zeit, in unserer impliziten Parallelen jetzt, sondern tatsächlich spricht es einfach über etwas, das sehr wertvoll ist. Das heißt, der Mann hat ihnen etwas Wertvolles in die Hand gegeben und ging außer Landes. Und natürlich hat er ihnen das gegeben, nicht einfach nur, damit sie das für sich selber behalten und das für sich selber genießen, sondern er hat es ihnen gegeben, denn er würde das auch wieder von ihnen zurückfordern, wenn er wieder aus dem Land oder aus dem Ausland zurückkommen würde. Und dann kam die Zeit und er hat tatsächlich dann dies von ihnen gefordert, ging zu dem einen, dem er 5 Talente gegeben hat, der hat das verwendet und hat es benutzt und hat damit gearbeitet und hat daraus mehr Gewinn geschöpft, und zwar das Doppelte sogar. Der ging dann auch weiter zu dem, wo er 2 Talente gegeben hat, und auch dort war eben die Situation sehr ähnlich. Auch das wurde eben verwendet, und der hat natürlich nicht so viel gehabt wie der andere, aber doch auch trotzdem doppelt so viel. Also dieselbe Anzahl in Prozenten, wenn man es so sieht. Und dann ging er zu dem Letzten, dem er 1 Talent gegeben hat. Sprich also sehr wenig, wenig im Gegensatz zu den anderen natürlich. Ja. Und dieser eine, der sah, Mensch, ich habe schon nicht so viel bekommen, dann werde ich das auch sicher gut behüten und sicher gehen, dass das ja nicht irgendwie wegkommt. Ja. Und so hat er das eben genommen, hat es begraben, hat darauf gewartet, dass der Herr wieder zurückkommt und hat ihm das wohlbehütet wieder zurückgegeben. Spricht über Talente, spricht also über etwas Wertvollem, was der Herr diesen Männern hier gegeben hat. Und so ist es auch für uns, liebe Geschwister. Der Herr hat uns etwas Wertvolles geschenkt, und das ist der Geist Gottes. Er hat uns seinen Heiligen Geist in uns hineingegeben. Und dies ist etwas, das ein hoher Wert ist. Und natürlich in seinem Geist hat er dem einen eben die Fähigkeit und die Kraft gegeben, mehr zu glauben, dem anderen ein bisschen weniger. Jeder natürlich da, wo er steht, wo er ist und wie er eben jetzt gerade wandelt. Aber eins ist wichtig, der Heilige Geist ist uns nicht gegeben, damit wir ihn einfach nur für uns behalten und ihn genießen und ihn versteckt halten für uns, dass wenn der Herr kommt, wir dann eben damit eben dem Herrn ihn preisen können. Nein, sondern er ist uns gegeben, damit er eingesetzt werden kann. Und das ist die Verheißung, liebe Geschwister. Die Verheißung, diese implizite Verheißung, die hier in dieser Geschichte ist,
ist nämlich folgendes: Wenn wir das, was der Herr uns gegeben hat, das ihm sehr wertvoll ist, benutzen und wenn wir das anwenden, wenn wir den Geist Gottes anwenden, in seinem Geist also wandeln, in seinem Geist Zeugnis geben, in seinem Geist Seelen gewinnen werden, so werden wir von ihm benutzt werden. Und das, was er uns gegeben hat, wird uns befähigen, Doppeltes hervorzubringen, mehr hervorzubringen. Es wird uns die Kraft geben, die Möglichkeit geben. Denn das, was der Herr dir gibt, hat einen hohen Wert und ist etwas Wundervolles und ein tolles Geschenk. Und daran möchte ich dich heute erinnern, für diesen Monat, für dieses Jahr und für den Verbleib dieses Jahres. Der Herr hat dir ein tolles Geschenk gegeben. Behalte das nicht nur für dich, sondern geh hinaus. Sag den Menschen davon, benutze es, wende es an. Und du wirst sehen, die Verheißung, die darauf liegt, dass der Geist Gottes in uns ist und nach hinaus geht und verwendet wird, ist groß. Denn auf einmal wird der Geist Gottes wesentlich mehr Bedeutung bekommen, als was er bekommen kann, wenn er nur bei uns bleibt. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt für eine Minute mit Pastor, dass ihr mit mir diese Zeit zusammen verbracht habt. Ich bete für euch natürlich jeden Tag, für diese Gemeinde und für jeden einzelnen eurer Familien. Bete, dass ihr gesund bleibt, dass ihr gesegnet seid. Und ich danke euch, dass ihr mir erlaubt, für diese kurzen Zeiten und diese kurzen Momente euer Pastor zu sein. Gott segne euch. Bis bald.